Forrest Gump, einer meiner Lieblingsfilme. Ein Typ, der auszog, in die Welt sein Glück zu machen. Der Film widerspiegelt meine eigene Situation, die Suche nach dem Wohin und dem Warum. Wie Forrest Gump fühle ich mich als treibendes Blatt im Wind. Wie bei ihm widerspiegelt mein Innerstes die Suche nach dem Sinn des Lebens. Wie er habe ich nur ein verschwommenes Bild von der Zukunft. Muss ich alle Geborgenheiten meiner Wurzeln aufgeben und nach dem Abi meine Heimat Thüringen verlassen? Ja, ich weiß, nur der kommt weiter, der seine Fesseln sprengt, der schneller ist als jeder andere. Doch irgendetwas sträubt sich in mir dagegen. Ich sehe mich nur noch wie in einem Spiegel und dann möchte ich auf und davon. Mein Name ist Josef Hess. Ich bin 17 Jahre alt und hege wie alle den großen Traum vom perfekten Leben. Nur ich ahne, bei der Lage auf dem Arbeitsmarkt wird das hier in Thüringen schwierig. Bleibt also nur die Flucht dem großen Geld hinterher? Wir gehen hier tausend Dinge auf den Wecker. Deshalb mache ich's jetzt ganz genau wie Boris Becker. Was sagen die anderen? Ich frage am besten meinen Freund Blaser. Ich bin raus. Was? Raus. Und tschüss. Ich bin raus, ich mache blau. Und eins weiß ich genau, ihr seht mich garantiert so schnell nicht wieder. Ich such mir einen schönen Strand und knall mich in den Sand und sing ganz. Ich heiße Daniel Eichmüller, wohnhaft in Oberstadt, 17 Jahre alt und ich bin Schüler des Hennebergischen Gymnasiums Georg Ernst in Schleusing. In Berlin an der Humboldt-Universität möchte ich gerne meinem Traum nachkommen, dem Archäologiestudium, wie ich mich schon zuletzt informiert habe darüber. Und ja, ich finde einfach auch, dass man bessere Möglichkeiten auch für sein Studium finanzieren kann mit Nebenjobs. Und viele meiner Verwandten haben jetzt schon einen Schritt gemacht, im Westen zu gehen. Ich höre nur Gutes von denen. Also reizen würde mich schon, aber auch Ausland, das ist natürlich noch ein Schritt weiter, den ich gehen würde. Aber dazu muss man schon sehr viel im Voraus geplant haben. Ja, und für mein vorgesehenes Studium wäre ein Arbeitsplatz im Ausland natürlich günstiger für mich. So ganz sicher scheint er nicht, aber wahrscheinlich doch eher ein Kandidat, der weggehen wird. Denn der Spiegel lügt nicht. Wer will es uns Hinterwelt dann auch verdenken? Hier in meinem Dorf Kedlis findet nur Wohnen statt. Es gibt weder Jobs noch Einkaufsmöglichkeiten. Und wir sind geradezu gezwungen, mobil zu sein. Wegen jeder Großanschaffung, wie, sagen wir mal, ein Brot, müssen wir in die nahegelegene Großstadt Schleusingen mit wahnsinnig 6000 Einwohnern fahren. Hier wohnt auch meine Freundin Isabel. Immerhin braucht auch der stärkste Mann mal den Rat einer Frau. Ich bin Isabel Schneider, ich komme aus Breidenbach. Ich habe einen Freund namens Josef, der macht gerne Filme. Ich möchte Grundschullehrerin werden, da ich es liebe, mit Kindern zu arbeiten und auch ein bisschen Erziehung soll dahinter schon stecken. Und ja, es ist gleich in der Nähe, also diese Universität, wo ich hingehen müsste und das ist sehr praktisch. Das heißt, ich müsste nur eine Stunde mit dem Auto fahren. Das heißt nach Erfurt, obwohl ich auch überlegt habe, nach der 12. Klasse, so ein Jahr Amerika, wäre schon toll. Um einfach mal die andere Kultur, die Menschen kennenzulernen, erst recht wegen der Sprache, denn ich liebe Sprachen. Doch ohne Moos nichts los, kein Amerika und keine Liebe. Das ist eine Lektion, die ich schon gelernt habe. Und ein Girokonto muss von einem Arbeit- oder Auftraggeber gefüllt werden. Aber wenn es keine Arbeit gibt, ist auch keine intakte Beziehung. Man muss der Arbeit hinterher. Augen zu, dann siehst du nur diese eine. Halt sie fest.
wahren Stärken. Hey, Hater! Was soll mich auch halten? Hier gibt es nur eine Art von Lifestyle und das ist der der 80-Jährigen. Hier sagen sich nicht nur Fuchs und Hase Gute Nacht. Hier werden die Maßstäbe von den Alten bestimmt. Hier gehen auch die cleversten Unternehmen pleite. Und wer Großes vorhat, muss zuvor noch Größeres hinblättern. Wo bleibt da der Spaß, Leute? Vielleicht hat mein Schulfreund Michi eine Idee. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Komm aus Ägypten, das liegt direkt am Nil. Zuerst lag ich in einem Ei. Dann schnappte ich mich frei. Mein Name ist Michael Karl aus Schleusingen. Ich gehe aufs Sennebergische Gymnasium Georg Ernst und bin 16 Jahre alt. Meine Mama war eine Zeit lang arbeitslos. Die gesamte Arbeitslosigkeit dürfte so 6 oder 7 Jahre gewesen sein und zwischendrin halt so Kurzzeitbeschäftigung, ABM und sowas. Also wenn man sieht in Bayern oder sowas, wo die Arbeitslosenquote nur 3,4% ist, dann und bei uns hier, ich habe keine Ahnung, aber so bei 20 oder so. Jeder Fünfte soll arbeitslos sein. Dann ist es einfach zu viel. Ich werde noch studieren, auf jeden Fall hier in Thüringen wahrscheinlich. Oder vielleicht an irgendwelchen, in irgendeiner Universität, die auf jeden Fall einen Namen hat. Vielleicht Dresden oder Jena. Und naja, dann werde ich auf jeden Fall auch weggehen. Mal sehen, wo ich eine Arbeitsstelle kriege. Weiß nicht. Also was mir gefallen würde, wäre Kanada oder so. Was man dort werden kann, mal sehen. Drücken wir ihm die Daumen. Doch ist Weggehen die beste Lösung? Mein Schleusingen ist die alte Residenzstadt der Grafen von Henneberg. Ich interessiere mich sehr für Geschichte. Doch was nützen die schönsten Hobbys, wenn sie keiner bezahlt? Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Das Hennebergische Gymnasium wurde auf das Feinste modernisiert. Alle Schikane, sage ich euch. Aber was nützt eine Schulausbildung von der besten Sorte, wenn sie zu keiner ordentlichen Arbeit verhilft? Schauen wir, was meine alte Wanne dazu sagt. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul. Also ich heiße Vanessa, bin aus Schleusingen, bin 16 Jahre alt und ich bin Schüler der 11. Klasse. Ich möchte auf jeden Fall erstmal studieren. Was genau, weiß ich noch nicht. Es soll auf jeden Fall was mit Medien zu tun haben. Und ja, dann wird sich zeigen, vielleicht Dolmetscher oder so. Wenn ich hier keinen Job bekomme, was ich eigentlich auch denke, weil in Thüringen das, was mit Sprachen und Medien und so weiter alles angeboten wird, wofür ich mich interessiere, sehr wenig ist. Und wenn ich dann einen Job irgendwo anders kriege, muss ich dann natürlich weg. Soll ich hier allein versauern? Es reizt mich schon, mal über den Tellerrand zu schauen. Zu Forrest Gump hat sich das Glück wie von alleine gesellt. Ob ich mich auch einfach treiben lassen soll? Doch verlassen kann man sich sicher darauf nicht. Wenn man nur in die Zukunft schauen könnte oder wenigstens bis hinter den Horizont. Wenn einer weiß, wo es lang geht, dann ist das mein alter Freund Tim. Here we go. Also, ich bin der Tim. Ich gehe aufs Sennebergische Gymnasium Georg Ernst in Schleusing. Ja, bin 16 und mache mir natürlich auch Gedanken über meine beruflichen Perspektiven in der Zukunft. Wo sollen die sein? Also ich habe mir es klar vorgestellt im Ausland, also nicht in Thüringen. Weil die Perspektiven hier in Thüringen, also speziell in Ostdeutschland, sehr mau sind und ich auch wirklich total Lust habe, in andere Länder zu fahren und andere Leute kennenzulernen. Hauptsächlich auch mal eine andere Gegend, vielleicht auch ein bisschen wärmer, nicht so viel Regen.
Studium wäre natürlich klasse, wenn ich es gleich im Ausland machen könnte. Aber es kostet auch einen Haufen Geld. Man muss immer mal abwägen und schauen. Also, wenn alle gehen, muss ich ja wohl auch. Oder soll ich nochmal bei meinem Busenfreund Simon reinschauen? Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. Ja, schönen guten Tag, ich bin der Simon, ich komme aus Deutschland. Mein Wohnort ist Schleusing und das ist mein Paradies. Ich gehe jedes Wochenende weg auf Partys, so Party so machen, ja. Ja, und dann bin ich dann da und dann gucke ich da, ob ich da Mädchen finde. Die Partys sind geil. Warum? Weil wir da sind. Und wenn wir nicht da wären, wären die Partys halt nicht geil. Ich meine, wir machen Stimmung, die anderen nicht. Die anderen gehen nach uns und wir machen die Musik. Wir machen den Beat. Ja. Solch ein Selbstvertrauen hätte ich auch gern, aber vielleicht hat er ja recht. In sich hineinschauen muss zwar ab und an mal sein, besonders wenn es um die Zukunft geht. Der Takt des Lebens wird auch für mich einiges bereithalten und ich fasse meinen Entschluss. Schluss mit der Selbstbespiegelung. Schauen wir der Realität ins Auge. Die Ferne soll ruhig winken. Ich konzentriere mich auf das Hier und Jetzt. Ich lebe in wahrer Idylle. Mein Gehtles ermöglicht direkten Bezug zur Natur. Die zwischenmenschlichen Werte stimmen noch und auf der Kirmes spürt man, dass Traditionen nicht nur leere Worthülsen sind. Mein Gymnasium ist das viertälteste Deutschlands und international anerkannt. Ich versuche mich gerade an einen Film über seine Geschichte. Ein Film über Kontinuität und Moderne. Seit Jahrzehnten erhalten die Abiturienten ihre Taufe beim Brunnenfest. Soll ich auf so viel Spaß verzichten? Hier kenne ich jeden und jeder kennt mich. Meine Lieben, seien gekommen die Malheur auf die Welt, weil Madame Eve nix war gehorsam und hat genimmt eine Plomb von die Bar Privat von Monsieur Libar Gott. Hier sind alle, die ich liebe. Michael! Ja? Guck hier rein. Papa! So eine Papa! Zeig nicht mit dem Ding auf mich! Jan! Füller! Oh, wir sind noch nicht fotogen, komm her, Libby. Ah, Ole! Das ist richtig! Alles klar. Griechenland und Europameister! Wusstet ihr übrigens, dass Thüringen die schönsten Frauen hat? Und bei allen Freunden haben mich die Zwischentöne gemahnt. Meine Zukunft auf Arbeit bezogen sehe ich in Deutschland. Also auf jeden Fall wäre ich zwischendurch, falls ich überhaupt ins Ausland kommen kann oder die Möglichkeit habe, klar wieder nach Hause kommen, alte Freunde besuchen. Hauptsächlich auch alte Schüler oder Bekannte, die ich in der Schule getroffen habe. Und immer mal schauen, wie es zu Hause läuft. Am Wochenende, wenn wir da immer mal ein bisschen was trinken, dann gehen wir immer weiter weg. Zum verschiedenen Partys, zum Beispiel Jump. Jump ist was Gutes. Da sind wir mit Kumpels da und da habe ich meine letzte neue Freundin kennengelernt, die Babette. Das war ein Schnittchen. Also ich finde eigentlich Thüringen mit Abstand das schönste Bundesland und würde auch gerne hier bleiben, aber das geht heutzutage einfach nicht mehr. Vielleicht ja doch. Universitäten gibt es ja auch bei uns eine Menge. Und vielleicht habe ich ja Glück mit einem Job. Wenn nicht, hat es zum Abhauen immer noch Zeit. Und Forrest Gump fand auch immer wieder zu seinen Wurzeln zurück. Also der Koffer, der bleibt erstmal leer.